Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Uncharted 3. Wir sind hier stehen geblieben in einer verfickten Abhaumission über die Dächer, wo man teilweise nicht wusste, wo man durchspringen muss, wenn man das Spiel nicht kennt. Und ich kenne es ja nicht. Also hatte ich ziemlich viele Fails drin. Und hier kommt der nächste Part gleich für euch hinterher. Seid gespannt und let's go! Na komm. Bist du okay? Entspann dich, Junge. Wir sind sicher. Na los. Deine Sache. Wenn du nicht willst. Ja, wenn eine Cola. Ja, ich habe auch gerade eine Zigarette angemacht, von Was daher. willst du von mir? Ein Dankeschön wäre nett. Ja. Ich habe dir vorhin den Arsch gerettet. Und wie? Danke. Aber was hast du davon? Ich meine, du bist ein Gauner, oder? Da stimmt doch was nicht. Du bist echt nicht ohne, Junge. Wo kommst du eigentlich her? Hör mal. Nichts für ungut. Aber ich kenne dich nicht. Wenn's das ist, Victor Sullivan. Jetzt käme der Teil, wo du dich vorstellst. Okay. Erzähl mir doch mal, was an dem Ring so besonders ist. Er gehört meiner Familie. Und ich hole ihn nur zurück. Geerbt von Francis Drake persönlich. Genau. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Drake hatte gar keine Erben, keine Kinder. Tja, mit seiner Frau in England hat er keine Kinder. Okay, hier ist Drake. Sag mal hin. Hehe. Na komm schon, Junge. Wenn ich dir das Ding wegnehmen wollte, hätte ich es längst Das stimmt. Tut mir leid, das war Cola, was ich getrunken habe. Danke. Was steht da? Parvis. Sic Parvis Magna. Das heißt, Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Ja? Also, den hat er von Queen Elizabeth gekriegt, als er 1581 von seiner Weltumsegelung nach England zurückkam. Sie hat ihn zum Ritter geschlagen. Cool. Das hast du aber sicher nicht auf der Straße gelernt. Wieso spricht ein Kind wie du Latein? Die Nonnen waren irgendwie ganz versessen drauf. Also, du warst im Internat. Das wäre noch nett ausgedrückt. Hö! Okay. Also, was hat es mit dem Ring und dem Astrolabium von vorhin auf sich? Tja, sag du es mir doch. Du arbeitest doch für die Typen. Hör mal, Junge. Ein Kunde will was. Ich besorge es gegen Geld. Und ich stelle keine Fragen. Das ist nur ein Job. Die Tante war auch echt nett. Jedenfalls, den Job bin ich eh los. Okay, hör zu. Zunächst mal war das kein Astrolabium. Das ist eine Art Dechiffriergerät. Schau mal hier. Auf seinem Weg um die Welt ist Drake durch Ostindien gesegelt. Aber er hat gesagt, er habe 6 Monate gebraucht von hier nach da. Ja, und? Und das kommt nicht hin. Er war als Segler viel zu gut. Er hätte 1 Monat gebraucht. Höchstens. Er hat irgendwas versteckt. Was Großes. Wie groß? Geheimmission von der Königin groß. Geraubte Schätze im Wert von Millionen, die noch nicht gefunden wurden. Groß. So groß. So groß. Und das Gerät hat was damit zu tun. Ich bin mir todsicher. Na toll. Und Marlow hat es. Das wird dir nichts helfen, ohne den Schlüssel. Sie kann also nichts tun. Noch nicht. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wie du heißt. Und du hast nicht gesagt, was du von mir willst. Okay. Also,
Du hast Talent, aber du musst noch viel lernen. Halt dich an mich und ich bring dir alles bei. Danke, aber ich komme auch alleine klar. Falsche Antwort. Ja. Man hat's gesehen, ne? Lass uns von vorne anfangen. Was meinst du? Meine Freunde nennen mich Sully. Hehe. Nathan Drake. Nate. Drake, hä? Okay. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft. Oh ja. Glaub mir. Geil, von daher kennen die sich also. Ach ja, wir sind ja erschossen worden. Und das war's. Okay, oder Jungs. Angeschossen. Oder auch nicht. Ich dachte, du machst einen Schalldämpfer drauf. Sully, keinen Sinn für Dramatik. Genau. Bei all dem Lärm sind gleich die Bullen hier. Los, verschwinden wir. Ach, war's für dich auch so schön, Charlie? Was meinst du? Ich hab dich kaum berührt. Und was war das hier? Okay, okay, ich hab mich etwas reingesteigert. Sag, lass es echt aussehen. Sei lieber nett zu ihm. Hm? Okay, Adlerauge, sei wachsam. Sie kommen zu dir. Verlier sie nicht. War klar, dass sie anbeißen. Wann werden sie merken, dass sie eine Fälschung haben? Egal. Sind sie aufgescheucht? Ja, jetzt folgen wir einfach in ihr dreckiges Loch. Bei dir hört sich irgendwie alles schmutzig an. Meinst du? Wir müssen weiter. Shit. Hier lang. Rennen zum Grund, okay. Na los. Wirklich? Wir passen einfach mal so durch. Komm schon, Charlie, was ist denn los? Ja, ja. Ja, gut, okay. Und bald ist es vorbei. Und bald ist es vorbei. Er hat Platzangst. Das war's, das war's. Oh. So wild. Ja. Ne, ist alles okay. Er hatte Platzangst immer noch. Das merkt man doch. Ah, nächster Schatz. Ein Pferd? What? Diamant besetztes Pferd, Brosche. Okay. Wird sicher noch viel wert sein. Schade, kann man sowas nicht verkaufen oder so. Aha. Wartet, wir kommen so rum. Hä? Wo muss ich klettern? Ja, ja, klar. Oder wir setzen mal unsere Mittel ein. Gute Idee. Ja, ist klar. Ich muss klettern und die machen mal einfach mal bei der Boom. Wie, Platz da, ich komme oder so. Wo? Wo? Ich möchte nicht dann doch. Ach so. Jetzt streng dich mal an. Wir haben nicht die ganze Nacht. Ja. Halt. Ja, könnte man so sagen. Sag nix. Ich muss hier alles alleine machen. Was ist denn hier zur Hölle los? Hey, die kennen wir. Alles klar, Schätzchen? Na, ihr zwei habt ihr richtig Spaß gehabt, ne? Ja, war richtig schön, Chloe. Lief wie am Schnürchen. Und du, hast du die Sprache verschlagen? Oh ja, Charlie hatte ein bisschen viel Spaß für meinen Geschmack. Mir brummt immer noch der Schädel. Ich bitte dich. Was soll da brummen? Da ist doch nichts drin. Da habe ich wohl was verpasst. Ja, hast du wirklich. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Witzig. Gab's Probleme? Na, easy peasy. Sie haben dich nicht bemerkt? Auf keinen Fall. Und hinter welcher Tür steckt Scary Poppins? Hinter der da drüben. Der grünen. Sie fuhren da hinein und seitdem ist es dunkel. Sind sie noch da drin? Tja, ich hatte es ständig im Blick. Und niemand kam rein oder raus. Endlich wieder eine Waffe. Meinst du wirklich, wir brauchen die? Ich denke schon. Unterschätzt die Typen nicht, die machen keinen Spaß. Ja, wir schleichen uns rein und wieder raus. Einfach so. Ja, das klingt gut. Und bei Gefahr? Erst schießen und dann werden Fragen gestellt, okay? Wenn es sein muss. Ja,
Hab ich's nicht gesagt? Na komm schon. Ich hoffe einfach mal, dass du recht hast. Wir laufen hier zu viert wie die letzten Gangster rum. Scheint alles ruhig. Leider bin ich ein bisschen hinten dran, sonst wird es ziemlich geil aussehen. Die Mafia von uns. Ja, wie geil! Wir können wohl kaum einfach reingehen und nachsehen. Hast du eine Ahnung? Keine Zeit verlieren. Geh rein und seh's mir an. Petra bleibt hier. Okay. Zum Glück kann ich ja so gut klettern, deswegen. Ist okay. Nee. Oh, da musste ich noch reagieren. Das ist wieder ein neues Spielelement. Halali. Also in dieser Folge kriegt ihr ordentlich was geboten. Da will ich dann nichts hören. Es war nicht spannend. Oder du hattest so viele Ladesequenzen. Und hopp. Ist okay. Und Geronimo. Au. Okay, links. Spring wie der Wind. Ach, Mist. Wir sind hier eingepfercht. Moment mal, wo ist es? Das ist die Frage. So. Das wollte ich nicht so machen. Zum Glück war das noch geil. So, neuer Schatz. Was soll das sein? Korallen. Carmenbrosche. Hey, sieht die geil aus irgendwie. Ich mag ja rote Sachen. Wenn meine Freundin rot anzieht, dann. dann. Halali. Dann. Werde ich notgeil on the road. Aber hier werde ich gerade tot on the road. Oh Mann. Hä? Soll man hier nicht runter? Wollt ihr mich verarschen? Hallöchen? Popöchen? Hier runter kommt man doch nicht. Hallo? Ich versuche es einfach mal. Nee, man kommt nicht runter. Nein, auf keine Art und Weise. Ich guck mal, was ich von hier oben anstellen kann. Alter. Nein! Oh Gott, ich lass mich fallen. Sorry, Leute. Diesmal ist es wieder mal gegen Ende, ne? Und ich weiß nicht, wo ich da lang muss. Ich werde es wohl offscreen herausfinden müssen. Moment mal, wo ist das? Hä? Ich stecke hier fest. Ach so. Kommt man hier runter? Aha. So. Hier runter und runter. Du hast es überlebt. Definitiv ergibt es keinen Sinn. Wir machen aber erst im nächsten Part auf, wenn es denn wieder heißt. Uncharted 3. Tiddle!